Ja, wir hören Dix rauen. Dijkstra! Bandit. Hi, Gangster. Hexer Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Sehr nett. Der will mit mir bestimmt so einen komischen König hauen. Eigentlich wollte ich heute ausnahmsweise mal zum Kartenspielen vorbeikommen. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridangs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Radovid muss sterben um Triss und Jens Willen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Kommen wir zum Geschäft. Kommen wir zum Geschäft. Was passiert, wenn ich das sage? Ja, gut. Triss ist weg. Yennefer. Was würde ich. Yennefer wohnt in Nilfgaard. Beziehungsweise Ymir van Imrais macht hier sowieso Barbo-Action. Was ist das hier? Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Warum? Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Hä? Wie meinst du das? Wenn Radovid tot ist, ist hier Chaos. Und dann hat Nilfgaard ein chilliges Spiel. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt. Seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Was willst du jetzt von mir? Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Hund, Wolf, wenn... Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ich finde euren Mann, tut mir leid, kein Interesse. Ja, erstmal finde ich gut, den Mann. Ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es.
Bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Es ist Weißer Wolf, Weißer Wolf. Nicht Karten spielen? Schade. Ja, der hat hier aber kleine schon ein bisschen Räume gemietet, der Kollege. Party hier. Kann man wohl in das Becken springen? Man kann auf dem Becken rumlaufen, okay. Wenn du den Ausdruck entschuldigst. Verdammt. Okay, ich gehe wieder. Schade. Ich wollte zum Gartenspiel kommen. Wo gibt es schönere? Von der Jahrhundert bis zu Eselberg. Warum so eilig, mein Prinz? Komm mal hier hin, will Karten spielen, plant ein Verbrechen. Also nichts, dass ich das dagegen habe, aber ich verstehe nicht, wie das dem freien Norden helfen soll. Okay. Was gibt's hier noch so Schönes? Ein tödlicher Wahn. Geralt mit Politik zu bla. Achso, das ist der Plan. So. Oh. Kobold. Oh, finden wir mal einen Kobold. Oder was sagt die Schatzsuche? Noch eine Hexerrüstung finden wir auch ganz chillig. Stufe 17, 16, 14. Ich glaube, ich suche lieber... Die Ruinen bei Kaer Morhen? Komme ich da denn bitte hin? Ich brauche erstmal so einen Reisepunkt. Aber ich kann doch nicht so einfach nach Kaer Morhen, oder? Ist die Hexerfestung nicht ein Stückchen Spezialgebiet, wo man nur storytechnisch irgendwann hinkommt? Ja, ich habe hier noch keinen Wegpunkt. Ich kann hier noch gar nicht hinreisen. Aber gut zu wissen, dass das überhaupt auf der Landkarte ist, das Riesen... Das Scheißding, wo ich schon... Weißgarten ist ja die Anfangsstadt. Dann würde ich sagen Kobold, ne? Machen wir es uns einfach. 3 Meter reisen. Laufen würde fast schneller gehen, aber wahrscheinlich nicht ganz. Da lang. Sprint. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, du Gander. Auch. Und wie lief's mit diesem Heiler? Verpiss dich. Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftaucht. So, Kobold. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Ich denke mal, Riesenkatze ist irgendwie hier lang.
Ja, die Fußspuren zeigen zumindest geradeaus. Was hast du da? Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Noch eine Spur. Nein, das sind Maronen, Erdsternchen, Steinpilze. Keine magischen Pilze. Nur unsere eigenen, hey, für gewöhnliche Leute. Was muss ich tun, um deinen schönen Turm zu kriegen? Warum er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Meinen schönen Teer, hat er gesagt, ich habe einen schönen Teer. Hier ist Fußspuren. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Sperrangel weit offen. Interessant. Kann sich wahrscheinlich verwandeln, der Kobold. Wahrscheinlich nach oben, ne? Da. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Also ganz viele zusammengewürfelte Klamotten mit einem Bett. Ich dachte jetzt, man kann da vielleicht rausspringen. Keine Ahnung. Was wird aus Temerien? Wahrscheinlich übersehe ich jetzt gerade eine Sache, die ich noch anklicken kann. Und deswegen laufe ich jetzt 10-mal durch dieses Haus. Ha, das da meine ich zum Beispiel. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist des Lesens kundig, wenn nicht gar gebildet. Lies den Brief. Oh, wirklich? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Spiel. Jen, bitte, hör sofort auf mit dem Unsinn. Es mag dich überraschen, aber die Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist, wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte, du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also wenn du dich dafür entschiedest, leg ich beim Bettlerkönig ein Wort für dich sein. Bis zum nächsten Brief, Louis. PS. Verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast. PPSS. Ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tut mir den Gefallen, verbrenn ihn. Wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Okay. Jetzt finde ich bestimmt, wen in der Tür stehen. Ein Doppler. Das erklärt vieles. Und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Lavendel. Starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Es leuchtet rot, es leuchtet rot, es leuchtet das rot. Das ist alles, was ich habe. Ich hatte auch einen Laib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Weise, wenn dir irgendwas zustößt, bleiben wir hungrig. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Welch Duft. Welch Duft. Und da habe ich die Tempelwächter für ungepflegte Wildschweine gehalten. Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Halt! Hey, warte! Schade, das wäre witzig, wenn jetzt meine Stiefel gefärbt wären. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Ganz ruhig. Scheiße. Ach, stimmt, die können ja alles kopieren. Igniquen.
Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist. Was du fühlst. Du bist... Du musst nur wie Gras verlassen, keine Ausrede. Ich mache in deinem Fall gerne alles und zieh die Waffe. Du musst nur viel gerade verlassen. Ja, schick, verpiss dich. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Ein schöner Kessel mit ranzigem Fisch. Oh! Oh, da kann ich noch einen Auftrag machen. Bist du betrunken? Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich sage, lass ihn in Ruhe. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Bitte keine Boxkämpfe. Wo einer ist, da braucht man nur zu spucken und schon trifft man den nächsten. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich aus Novigrad verlassen. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Dem ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Ach, ich muss meinen Hexerauftrag abholen. Hä? Kiram. Du siehst nicht gut aus. Kiram am Tag auf den Marktplatz zurück. Wieso soll ich zum Marktplatz? Und was für ein Typ? Hä? Ach so, mein Auftrag. Ja, stimmt. Da eine war doch wer. Ihr haltet uns den halben Tag auf. Mir verbraucht das Obst auf dem Wagen. Also weiter, dann landest du im finsteren Loch. Ich glaube nicht, dass Mojini ein schönes Chaos angerichtet. Ich glaube nicht, dass das so schnell verfolgt. Sei gegrüßt, Meister. Die Arbeit ist getan. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Sei mir gnädig. Sei gegrüßt, Meister. Hä, wieso hat er immer noch was über seinem Kopf? Sei gegrüßt, Meister. Sei gegrüßt, Meister. Was ist nochmal mit Foltes passiert? Wer was anfasst, muss es auch kaufen. Hab nur geguckt. Okay, fehlgeschlagen? So. Schatzsuche, was gibt's denn hier noch so? Wolfsschule. Stimmt. Bienenphantom. Scroll.
Hexeraufträge einklappen, Schatzsuche einklappen, abgeschlossen einklappen, fehlgeschlagen einklappen. Nebenquest! Freiwilliger, schau dir die Umgebung um. Und was ist das? Ach so, das ist das mit dem Wolf. Ich würde sagen, wir können auch die Hauptquest weitermachen. Regeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Hier wird nicht rumgegangen. Wobei, eigentlich will ich noch irgendeine Nebenaktion machen. Ich habe irgendwie Bock auf nicht so viel. Boah, machen wir das. Schwerter und Knöchel, Großschmieß. Nein, wo war denn das mit der Frau, die diese eine Stadt belagert? Oder war das ein Hexerauftrag? Drache. Ach komm, wir bringen das Horn zurück. Wie war denn das mit Kleinrots Bande oder so? Warte, hier Ausgang, da ist doch auch ein Beamportal-Dings. Eine Frechheit, ihr haltet uns den halben Tag auf. Mir verfault das Obst auf dem Wagen. Also weiter, dann landest du im finsteren Loch. Die ganzen Zauberer sind doch aus der Stadt, was stellt ihr euch so an? Das war doch irgendwo... Oh, wartet mal kurz. Okay, weiter, ich glaube, das war hier, wo ich irgendwann mal von diesem blöden Werwolf so aufs Maul gekriegt habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Ah, da ist hier dieses Rapsfeld. Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Die Feiglinge verstecken. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Ja. Angeblich hast du mit viel Molzer. Ich lasse nicht zu, dass... Angeblich hast du viel mit Monstern gemeinsam. Ich lasse nicht zu, dass du ihnen was tust. Ich frage... Haben erst. Sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram gemacht? Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Tu was du musst. Geh, sonst wird Blut fließen. Pff,
letztes Mal habe ich mich mit ihr geprügelt. Eigentlich ist es ja gerecht, aber irgendwie... Nein, ihr seid irgendwelche komischen Banditen. Ich mag Banditen nicht. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Welche Stufe ist der Wolf? 15. Los, auf ihn! Mein... Geil, dass ich... Halt, stopp! Ich muss mal kurz was ändern. Setzt Bla-Fähigkeiten blockiert. Das hört sich nett an. Zerstört und bumm. Bumm ist gut. Gegen Drachen? Nein. Gegen Geister? Nö. Verflucht? Nö. Humanoide und Bestien? Nekrophagen? Hybriden? Für mich ist ein Werwolf ziemlich deutlich ein Hybrid. Du verfluchter Bastard! Warte mal kurz. Ach, nicht gedrückt halten den Scheiß. Aber das hat doch sonst auch mal funktioniert. Jetzt geht's rund. Zack. Bist du hässlich? Natürlich, Werwölfe sind nun mal hässlich. Was? Wenn immer die Waffen die ganze Zeit hin und her wechseln muss. Ist ja bei einmal drücken, wechseln. Bei Werwölfen auch immer ein bisschen nervig, ne? Oder was heißt bei Werwölfen muss man wechseln? Einfach bei Kämpfen, wo verschiedene Sorten Viecher dabei sind. So, eine Sorte Bumm habe ich doch noch, oder? Gaswolke, die man entzünden kann und Silbersplitter. Was ist das hier? Das ist das, was ein automatisches Schild macht. Sehr praktisch. Ich werde dich abschlachten wie ein Hund. Los, auf ihn! Ach, Geralt, nicht an das Schwert wechseln, wenn du gerade mitten im Kampf bist. Versuch's doch, du Schwanz! Schlagt ihn! Tötet ihn! Zack. Weg mit dem Kopf. Wo ist denn der Wolf? Danke. Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Danke, alle in Ruhe. Weiße Haare. Wer will das so? Lalalala. 10 Kronen willst du... Ich könnte ein ganzes Fass Fusel vertragen.
mich verarschen. Du hast die Banditen vertrieben und uns eine Menge Kummer erspart. Das vergessen wir dir nicht. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten nicht das hier genommen. Du musst dich nützlich machen. Weiße Haare. Ihr Müllerssohn. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. 10 Gold. 10 Gold. Wachen. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Danke, danke, Meister. Schafft, da kommt ein Hexer, wir sollten abhauen. Weißt du, erst heuern die mich hier an und oh, ich bin der Coole. Und jetzt verarschen die mich wieder und geben mir 10 Gold für einen verkackten Werwolf. Ihr seid doch scheiße. Ich verwüste jetzt einfach mal ein bisschen das Dorf. Ihr Dummen! Scheiß Leute, ey. Blöde Idioten. Pff. Oh, 10 Gold, weil du. Alles kaputt gerettet, du. Ach, ja, du hast uns ja nur den Arsch gerettet. Hier sind 10 Gold. Kannst du dir den Arsch mit abwischen? So, ich gehe jetzt dahin. Ja, was heißt ich gehe? Ich reise. Ich beame dahin. Wo ist denn das überhaupt nochmal? Da unten irgendwo. Pff, da. 10 Gold. Ich könnte mich aufregen. Was heißt, ich könnte mich auf... Ich rege mich auf. 10 Gold. Verarschung. Hätten schon 80 springen lassen können. Selbst dann würde ich mich wahrscheinlich aufregen. Aber das wäre mehr als 10. Okay, Uma, ich komme. Ich hole dich ab.